Die Pokémon Day Tour 2011 fand am 1. Oktober im Moviepark Germany ein gelungenes Finale. Bei herrlichem Sommerwetter an diesem schönen Frühherbsttag eroberten die Pokémon den Freizeitpark und wurden dabei von hunderten begeisterten Fans begleitet. Ja, danach muss man doch kotzen. Eben, deswegen bist du auch nicht mitgefahren, ne? Ja, du auch nicht, weil wir vernünftig sind. Nein, ich bin nicht mitgefahren, weil ich dich nicht allein lassen wollte. Das ist aber sehr fürsorglich von dir, danke schön. Und weil ich auf dieses Evoli von Game Nature aufpassen muss. Ach so. Evoli? Wartezeit ab hier 60 Minuten, dann keine 10 Meter davon, Wartezeit ab hier 15 Minuten. Ah ja, verstehe. Soweit zum Park an sich. Aber ihr wollt was vom Pokémon Day sehen. Direkt gegenüber von Time Riders war die Bühne aufgebaut, auf der nicht nur Oli P., sondern auch Bürger Lars Dietrich und Pete Wojak durch das lustige Programm führten. Ein besonderes Highlight war dabei der Auftritt der Rockband The Black Pony. Jetzt noch einmal für euch, live und in Farbe, The Black Pony. Take my
nur ein Einzel. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Es ist 100% gleich. Ich glaube, ich hätte die Augen und Brille noch ein bisschen größer machen können. Auf jeden Fall, Marc kann gut zeichnen. Marc ist sehr hier. Schade. Siehst du jetzt überhaupt noch was? Du bist Darkwing Harvey-Tag. Wie in allen anderen Städten wurde auch im Moviepark der Cosplay-Wettbewerb erwartet. Gelungene Kostüme hatten alle Teilnehmer an. Trotzdem stach C-Krom besonders hervor. Aber urteilt einfach selbst. Wir zeigen euch neben den Kostümen aus dem Moviepark übrigens auch nochmal eine Auswahl der Cosplayer aus München. Das ist, wen stellst du da? Lugia! Das ist wunderbar, hast du das selber wirklich sehr ganz alleine angefertigt? Das gab's doch neulich bei Rewe. Zieht euch doch mal dem Publikum. Wir werden ja sehen, wer von euch es ins Finale schafft. Drei Plätze sind zu vergeben, drei werden es ins große Finale schaffen und dann werden wir. Wie lange hast du da angesessen? Eine Woche! Und wen hast du alles dabei? Groß und perfekt. Aber alles selber gemacht? Ja. Auch selber geschminkt? Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht? Okay, und jetzt hast du die Hände natürlich die ganze Zeit so. Warum? Damit die Flügel auch halten. Halt in so Nylon fährt, damit es hübsch aussieht und sonst hängen die halt so runter. Sag nichts. Professor Eibe. Nein, Pikachu. Mist, immer voll ich drauf sein. Super, klasse. Und du? Nathanael. Aber den Lars, den würdest du gerne mal beißen. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz hinter die Bühne. So, du bist ja der grüne Tränke, da kannst du gerne gleich hin. Habt ihr das selber gebaut? Ja. Super, ganz, ganz toll. Perfekt. Sogar, möchte man sagen. Und du bist da? Ja, als Maike. Als Maike. Super. Wie heißt, wie weit her? Wo kommst du her? Aus St. Augustin. St. Augustin. Ui, wo ist das? Ich als Erdkunde, ehemaliger Erdkundelehrer, weiß das nicht. Das ist rechts oben von Bonn. Rechts oben von Bonn, also... Ich bin heute als Habitat da. Als Habitat. Okay, Olli, das ist, sind unsere Kostümwettbewerber sozusagen. Nicht einfach. Ja, ich habe da schon so ein paar Favoriten, ehrlich gesagt. Also irgendjemand findet mich mit dem Handy, habe ich das Gefühl. Wer könnte das sein? Also ich würde vorschlagen, wir beraten uns mal 10 Sekunden hier im Gremium und sagen, was dann ist. Also ich nehme die Chips und dann mache ich den Schaf nicht schon los. Und wir schießen beim Fußball eigentlich. Und momentan auf Platz Nummer 1. Enrico. Das war sich natürlich nach Hause. Vielen Dank, das war der... Achso, entschuldige bitte. Und jetzt für Seko! Du bist der Gewinner des Kostümwettbewerbs. Also erstmal, wie heißt du? Timon.
Okay, und wie hast du das geschafft, hier zu gewinnen? Ja, mit viel, viel Arbeit im Kostüm. Wir haben zusammen da etwa einen Monat dran gesessen. Und, ja, viel Arbeit reingesteckt und viel probiert. Manche Sachen haben nicht so ganz geklappt, dann muss man es neu machen. Und dann nach einem Monat war es irgendwann fertig. Und dann natürlich nur durch die Unterstützung von den ganzen Zuschauern, denen es gefallen hat. Und war das erste Mal, dass du bei so einem Wettbewerb teilgenommen hast? Ja, für mich war es das erste Mal. Sie hatte davor mal an sowas teilgenommen, aber für mich halt das erste Mal. Und für welches Pokémon hast du dich entschieden? Hat man ja eh schon gesehen. Für Zekrom, weil es hat mir halt von den Legendären am besten gefallen. Was ist generell dein Lieblings-Pokémon? Nidoking. Und seit wann besuchst du die Pokémon Days? Seit 2008, glaube ich, oder 2007, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, und dein Lieblingsspiel? Rot. Natürlich, der Klassiker. Okay, dann Dankeschön für das Interview. Jo, gern geschehen. Selbstverständlich gab es auch im Moviepark die übrigen Programmpunkte, die schon aus den anderen Tourorten bekannt waren. Sei es nun die Fotowand, die aufblasbaren Pokémon-Figuren oder lustige Quizrunden. So fand der Pokémon Day 2011 ein phänomenales Ende und gibt uns allen Grund zur Vorfreude auf die Pokémon Days 2012.